Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren LEGO News Video hier auf Promobricks. Heute habe ich etwas für alle LEGO Bionicle Fans, zu denen ich mich selbst auch zähle, denn es gibt die ersten Boxbilder zu einem kommenden GWP, das auf Bionicle basiert, möchte ich schon fast sagen, denn so wirklich sieht es nicht aus wie Bionicle. Das ist das Set 40581 und heißt Bionicle, Tahu und Takua. Es besteht aus 219 Teilen und hat eine Alters Empfehlung von 18+. Dieses Set hier wird es zwischen dem 27. Januar und dem 9. Februar oder solange der Vorrat reicht, zu allen Einkäufen ab 100 Euro im LEGO Online Shop und im LEGO Store dazugeben. Allerdings betrifft das nur die Themen City, Monkey Kid, Ninjago, Friends, Classic, Dots und Creator 3 in 1. Die Auswahl an Sets, die man sich hier kaufen kann, ist also ziemlich eingeschränkt. Gerade für Erwachsene ist hier eher weniger dabei und dieses GWP richtet sich mit seinen 18+ ja eher schon an die ältere Generation. Ja, was haben wir hier vor uns liegen? Das Ganze ist eigentlich mehr oder weniger ein Doppelpack. Das kommt auf der Vorderseite nicht so wirklich zur Geltung. Da steht zwar Tahu und Takua, aber so richtig sieht man es dann erst auf der Rückseite. Wir haben hier also einmal den großen Toa Tahu. Das war damals der Anführer der ersten Generation. Ich kann mich da noch so leicht zurückerinnern. Ich hatte damals auch alle 6 Bionicle in meiner Kindheit, aber so an die komplette Story kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Da gab es dann auch immer noch so kleinere Lebewesen, die Maturana, das waren so die Dorfbevölkerung, die in Stämmen organisiert war, und das ist dann hier eben der Takua. Und naja, was soll ich sagen, ich habe es gerade schon erwähnt, so wirklich wie die Bionicle von damals sieht das Ganze nicht aus. Ihr wisst es ja, Bionicle ist eigentlich so als Technik-Unterthema gestartet. Es gab dann auch viele Sonderteile, diese ganzen Kugelgelenke, und was eben für Bionicle ganz speziell war, waren die Masken, die wirklich jede einzelne Figur getragen hatte. Und die Masken hier, ihr seht es ja, sind Slopes, die, wie es aussieht, Gott sei Dank bedruckt sind. Aber an die Originalmasken kommt das Ganze natürlich nicht ran und sieht dementsprechend halt auch eher aus wie etwas, das vielleicht in jüngeren Fan aus seiner Ersatzteilkiste zusammengeklöppelt hat hier. Was ich ganz cool finde, ist, das sehen wir auf der Rückseite unten rechts in der Ecke, dass es noch so einen kleinen Präsentationsständer, diesen schwarzen, gibt, wo dann so ein bisschen Lava abgebildet ist und auch ein Stein, auf dem dann Tahu surfen kann. Das war so sein Signature-Move damals. Das sieht ganz cool aus, aber die Figuren an sich gefallen mir eigentlich überhaupt nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass LEGO ja Bionicle eher stiefmütterlich behandelt, und Bionicle ist ja eigentlich auch ein gefragtes Thema gewesen, haben wir gesehen bei der Umfrage zum 90-Jahres-Set, wo ja dann die Ritterburg gewonnen hat. Und wenn das jetzt hier praktisch die Antwort auf die hohe Nachfrage bei der Umfrage sein soll, dann muss ich ehrlich sagen, hätten sie es lieber lassen sollen, weil das, so wie dieses Set hier aussieht, ist es wirklich nichts, was ich mir zu Hause würde hinstellen wollen. Ganz zu schweigen dann von der beschränkten Verfügbarkeit, wieder mal ein GWP, 100 Euro müssen ausgegeben werden und dann eher so für Erwachsene uninteressante Themen wie City oder Creator oder Friends. Also ich steige hier wirklich nicht dahinter, was es mit diesem Set auf sich hat. Was haltet ihr denn davon? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.